Hallo, heute stelle ich euch das App Find the Ball vor. Kann kostenlos im Android Market heruntergeladen werden. Ist ein sehr witziges Spiel mit einer wirklich schön gemachten Grafik. Ist das klassische Finde den Ballspiel, wie man es auch vom Jahrmarkt oder so kleinen Ständen kennt. Man hat hier unten immer den Highscore, der einem angezeigt wird. Das ist in dem Fall levelbasiert, sprich mein Highscore war bis jetzt Level 41. Mit einem einfachen Tipp auf Start beginnt das Spiel und wir haben jetzt hier eben unsere drei Hüte mit dem Ball darunter. Und von Level zu Level muss ich jetzt immer wieder herausfinden, unter welchem Becher sich der Ball befindet. Mit einem Tippen beginnt man das Spiel. Am Anfang ist das Ganze natürlich auch recht einfach und ich kann mich so Level für Level voranarbeiten und muss stets herausfinden, unter welchem Becher sich der Ball befindet. Das Ganze hat ein doch recht süchtig machendes Spielprinzip, da man sich eben immer steigern will, immer einen höheren Highscore erreichen will. Man sieht schon, es geht wirklich auch noch deutlich weiter als Level 41, wird dann teilweise so schwer, dass man es eigentlich kaum mehr schaffen kann. Sicher ist dann ab und zu auch Glück dabei. Die ersten 30 Levels sind wirklich noch gut zu meistern. Es läuft wirklich sehr flüssig, die Grafik ist schön gemacht, ist wirklich ein witziges Spiel für zwischendurch. Bin ich dann falsch gelegen und habe einen Becher ausgewählt, wo die Kugel nicht darunter ist, ist das Spiel beendet und ich bin Game Over. Hier unten wird mir dann mein aktueller Level angezeigt, wie weit ich es geschafft habe. Ich kann das Spiel dann entweder nochmal starten oder zurück ins Hauptmenü. Ist wirklich auch schon der ganze Umfang des Spiels, mehr wird nicht geboten, sprich andere Spielmodi mit, ich weiß nicht, beispielsweise zwei Bällen oder anderen Bechern oder ähnlichem. Ist wirklich eine sehr simple Variante mit, aber wirklich einer richtig schönen Grafik. Läuft wirklich extrem flüssig und für zwischendurch wirklich eine nette Beschäftigung. Soviel jetzt zu dieser App. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.